willkommen zu diesem neuen Video. Wir waren jetzt gerade einmal einkaufen. Wir machen unseren normalen Wocheneinkauf immer einmal beim Rewe und dann gehen wir zusätzlich noch einmal zum Aldi, um dort nämlich Harzer Käse zu kaufen. Und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt einfach mal einen Wocheneinkauf, wie der so typisch aussieht. Das ist jetzt ungefähr aber nur die Hälfte von dem, was wir normalerweise kaufen, weil wir ja dann bald nach Polen fahren und wir sind jetzt ja nur noch 5 Tage hier, deswegen ist es ein bisschen weniger. Wir haben ja auch noch ein bisschen was im Kühlschrank. Deswegen nicht wundern, das reicht normalerweise natürlich nicht für eine Woche, aber für die nächsten paar Tage auf jeden Fall. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich so typischerweise in der Diät esse. Und zwar fangen wir einfach einmal hier rechts unten an. Eier, natürlich wird das Wichtigste, da haben wir einmal Eiweiß und gesunde Fette. Dann das, was wir immer beim Aldi holen, ist der Harzer Käse. Der ist mega gut, wenn man den einfach im Backofen für eine Viertelstunde backt. Perfekt, schmeckt sogar leicht wie Chips. Dann Mandelmus, ganz wichtig, damit wir auch wieder auf unsere Fette kommen. Und das schmeckt auch echt ganz gut. Also das kann ich empfehlen und das von der Koro Drogerie ist auch mega. Dann haben wir einmal natürlich ganz viel Gemüse. Ich liebe Tomaten und Zucchinis. Die Zucchinis mache ich mir ja immer mit Tomaten abends einfach in der Pfanne und dann gibt es bei mir beim Mittagessen auch immer noch mal Tomaten. Deswegen gibt es hier dann auch relativ viele davon. Und für abends gibt es dann auch noch mal Brokkoli. Dann, wie ich eben schon erwähnt hatte, Backpapier einfach einmal für den Harzer Käse im Backofen. Dann haben wir Magerquark, das esse ich ja abends immer mit dem Mandelmus. Der ist auch jetzt länger haltbar, deswegen einfach schon ein bisschen mehr gekauft für nach dem Urlaub. Dann einmal Maiswaffeln und Reis, damit wir auch auf die Kohlenhydrate kommen. Und diese Maiswaffeln sind mega lecker. Also ich habe euch ja schon mal in den letzten Videos diese Rossmann-Maiswaffeln mit Quinoa gezeigt. Aber die hier vom Rewe sind auch mega gut. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und dann eigentlich mit das Wichtigste, ohne dass man die Diät fast nicht überleben kann. Und zwar Cola, Energy Drinks, Kaffee. Also ich muss sagen, das hilft mir wirklich super viel einfach, um den Tag zu überstehen. Und gerade wenn ich abends nochmal Cola trinken will, aber kein Koffein mehr will, ist diese Cola ohne Koffein, schmeckt ein bisschen anders wie normale Cola, aber ist trotzdem noch mega gut. Und dann hat man abends eben kein Koffein mehr. Also das kann ich echt mega empfehlen. Und das ist jetzt so grob ein Wocheneinkauf. Ja. Also schon ein bisschen was. Normalerweise einfach nur noch ein bisschen mehr Gemüse, nochmal Eier mehr, aber der Rest kommt eigentlich schon ganz gut hin von der Menge. You and me, everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our great. But somewhere there's a light inside of us. Ich wollte jetzt auch einmal noch ein bisschen mit euch quatschen und zwar zum Thema Prep als Vegetarier. Wie es vielleicht einige schon von euch wissen, esse ich weder Fisch noch Fleisch und ich weiß nicht, also mir ging es zumindest so, egal wen ich auf Insta, YouTube oder sonst wie verfolge, jeder isst irgendwie Fleisch oder auch Fisch, Tilapia. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, man kann doch auch so gut auf sein Eiweiß kommen, wenn man kein Fisch oder Fleisch isst. Und nur weil ich jetzt dann eine Prep mache und das alles durchziehen möchte, muss ich nicht wieder anfangen, Fleisch zu essen. Und ich wollte euch einfach ein paar kleine Tipps jetzt geben, wie man auch so auf sein Eiweiß kommt. Weil ich muss sagen, mir fällt es echt einfach und ich esse sogar meistens eher ein bisschen zu viel Eiweiß. Also ich habe eher das Problem auch in der Off-Season, wo ich jetzt nicht komplett genau getrackt habe, dass ich meistens sogar zu viel Eiweiß gegessen habe, anstatt zu wenig. Weil ich finde, das geht echt relativ schnell. Ich habe eher Probleme, auf mein Fett zu kommen, weil ich das nicht so ganz gerne esse. Aber da habe ich mich jetzt mittlerweile auch schon gut dran gewöhnt, mit meinem Mandelmus abends immer oder auch mit ganzen Eiern. In der letzten Prep hatte ich morgens dann auch immer noch Avocado gegessen. Ich denke, das werden wir auch bald dann zum Ende hin wieder reinnehmen. Einfach, dass ich auch genug Fette drin habe. Aber kommen wir jetzt einmal zu dem Eiweißthema. Und zwar so das Klassischste, was es gibt, ist einmal Whey. Whey, super praktisch, könnt ihr einfach überall reinmischen. Also gerade morgens in euren Porridge oder was auch mega lecker ist.
einfach Whey nehmen in eine Tasse und ganz bisschen Wasser oder Milch dazu geben und das dann verrühren, aber wirklich nur ein paar Tropfen und dann wird es wie so eine cremige Soße. Und das könnt ihr euch dann auch einmal über den Porridge drüber geben oder auch einfach so löffeln. Also das habe ich gerade auch in der Off-Season echt oft gemacht und das schmeckt schon sehr gut. Jetzt momentan mische ich es einfach immer mit in meinen Porridge rein. Oder ihr nehmt ganz klassisch einfach Wassermilch, macht es als normalen Shake und nehmt es dann direkt nach dem Training zu euch. Also da gibt es wirklich super viele Varianten, könnt ihr euch irgendwas einfallen lassen und da hat man pro Portion dann auch schon direkt 30 Gramm Eiweiß. Und gerade wir Frauen wiegen ja zum Ende der Diät hin echt nicht mehr so viel. Also mein Wettkampfgewicht waren 50 Kilo ungefähr. Und wenn wir das jetzt so mal ungefähr 2 Gramm nehmen, sind wir bei 100 Gramm Eiweiß pro Tag. Und ich muss sagen, das geht easy. Also das ist wirklich kein Problem. Lieber ein bisschen mehr Eiweiß, gerade zum Ende der Diät hin, dass wir die Muskulatur gut erhalten können. Deswegen guckt da einfach, dass ihr ungefähr 2-2,5 Gramm Eiweiß esst. Was es dann noch gibt, auf jeden Fall Eier. Also Eier, muss ich sagen, habe ich echt in der letzten Prep für mich entdeckt. Einfach das Eiweiß nehmen oder auch natürlich als ganzes Ei nehmen, dann habt ihr noch Fette mit drin, aber das ist echt super praktisch. Also könnt ihr einfach vorkochen. Ich mache das immer so, ich nehme mir 10, 20 Eier auf einmal, tue die in den Topf, lasse die einmal durchkochen, dann sind die fertig. Ich habe sie im Kühlschrank stehen, kann sie mir einfach immer nehmen, schälen und ihr seid ready to go. Weil jedes Mal Ei einzeln kochen, wäre mir wirklich zu viel Arbeit. Deswegen hier auch wieder einfach ein bisschen vorkochen, Zeit sparen und dann ist es auch easy. Und dann könnt ihr auch zwischendurch einfach mal ein Eiweiß nehmen und das hat ja echt nicht viele Kalorien. Also das ist auch nochmal ein guter Tipp, was ich immer mache. Dann abends gibt es für mich immer, wie schon gesagt, harzer Käse. Das ist, muss ich sagen, wirklich Lebensretter. Also wenn ihr so eine ganze Rolle harzer Käse esst, 250 Kalorien, 60 Gramm Eiweiß, perfekt. Also ich nehme momentan jetzt immer nur 2 von den 4 Rollen, die da drin sind. Also im Endeffekt 50 Gramm, weil ich nicht mehr so viel Kalorien frei habe. Aber das ist perfekt. Allein wenn ihr einmal Whey pro Tag nehmt und einmal harzer Käse eine halbe Rolle, dann seid ihr schon bei euren 60 Gramm Eiweiß. Und das sind gerade mal 2 Stück. Also muss ich sagen, harzer Käse erleichtert echt viel. Klar, am Anfang hat es mir auch nicht geschmeckt gehabt. Man muss sich halt schon dran gewöhnen an den Geschmack. Aber ich muss sagen, mittlerweile freue ich mich da jeden Abend so super drauf und es schmeckt mir einfach. Also ich könnte ihn jetzt mittlerweile auch pur essen. Das konnte ich früher auch nicht. Was ich in der Off-Season immer gemacht habe, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber einfach harzer Käse nehmen mit Curry-Ketchup. Schmeckt mega gut. In diesem ganz normalen Curry-Gewürz-Ketchup ist auch Zucker und alles drin, aber da nimmt man ja nicht viel von und in der Off-Season ist das auch mal okay. Aber jetzt momentan tue ich den einfach immer in den Backofen, dann wird er auch so ein bisschen knusprig, so chipsartig und das ist mega lecker. Und dann natürlich noch so das Klassischste, was es gibt: Magerquarks, Ghee, einfach irgendein Joghurt mit viel Protein. Das ist abends dann auch wieder perfekt mit Mandelmus. Ja, da habt ihr auch eigentlich fast nur Eiweiß mit drin. Schmeckt super lecker. Ich kann mittlerweile auch einfach Magerquark pur essen. Also eine Zeit lang konnte ich das mal gar nicht, aber jetzt, dadurch, dass ich schon wieder so in der Diät angekommen bin, einfach pur Magerquark, perfekt. Momentan mische ich mir immer noch ein bisschen Flav and Tasty rein, einfach weil es mir ein bisschen besser schmeckt. Aber wenn ich jetzt auf Reisen bin oder so, hätte ich auch wirklich kein Problem, Magerquark einfach pur zu essen. Hauptsache, man hat irgendwie überhaupt was zu essen. Was es am Anfang der Diät noch für mich gab, auch mega Empfehlung, Körniger Frischkäse. Klar, da habt ihr, wenn ihr so eine ganze Packung esst, ungefähr 180 Kalorien. Ist jetzt ein bisschen mehr, deswegen esse ich momentan keinen körnigen Frischkäse mehr. Aber das ist auch mega lecker. Also gerade den esse ich auch in der Off-Season immer mit Tomaten, Maiswaffeln. Das ist so mein Standardgericht. Ja, da freue ich mich auch echt schon wieder drauf. Also auch meine Arbeitskollegen, die lachen immer. Ja, hier die Leonie immer mit ihrem Tomatenkörnigen, Frischkäse, Maiswaffeln. Das ist wirklich schon so ein Running Gag, weil ich ja wirklich jeden Tag das Gleiche esse und das schon so gefühlt seit 3 Jahren, 4 Jahren. Also mein Mittagessen, da hat sich wirklich schon sehr lange nichts mehr geändert. Da auch zum Thema, klar habt ihr überall in anderen Lebensmitteln auch ein bisschen Eiweiß drin, Haferflocken oder ich hatte euch auch in dem letzten Video diese Linsenwaffeln gezeigt gehabt, die mega viel Eiweiß hatten
Und klar, das ist jetzt nicht das qualitativ hochwertigste Eiweiß, wenn ihr das in anderen Produkten mit drin habt, aber trotzdem summiert sich das auch ein bisschen. Das heißt, da kriegt ihr auch immer noch ein paar Gramm dann zusätzlich dazu. Also für mich ist es wirklich überhaupt kein Problem, auf mein Eiweiß zu kommen. Eher, wie gesagt, dass ich ein bisschen zu viel esse. Aber ansonsten könnt ihr natürlich auch generell Kichererbsen, Linsen, sowas essen. Das hat auch immer gut Eiweiß. Und natürlich mit das Beste, was es auch wieder in der Offseason dann geben wird, Proteinriegel. Klar, ist jetzt nicht das Gesündeste, man hat auch immer ein bisschen Zucker mit drin, aber für den Geschmack und anstatt dass man irgendwie jetzt eine Tafel Schokolade oder irgendwas anderes Schokoladiges isst, einfach ein Proteinriegel mega gut. Und vor allem momentan gibt es ja so viele gute neue Proteinriegel, gerade die von ESN kann ich echt super empfehlen und gibt echt gute Alternativen und das ist natürlich auch für die Veganer gut. Es gibt mittlerweile richtig gute vegane Proteinriegel und auch gut veganes Whey habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich ausprobiert. Müsste ich eigentlich mal machen. Ja, aber wie gesagt, ich esse nur vegetarisch, nicht vegan. Deswegen ist es für mich wirklich kein Problem. Mit Milchprodukten geht das auch alles klar. Ja, als Veganer muss man noch mal ein bisschen mehr natürlich drauf gucken, aber selbst das kriegt man hin. Zieht einfach durch und es ist egal, was ihr im Endeffekt esst. Klar, Hühnchen, alles, da kann man vielleicht ein bisschen mehr von der Menge essen. Und deswegen möchte ich mich auch nicht dazu zwingen, nur weil ich jetzt eine Prep mache, dass ich eben Fleisch essen muss, weil ich finde, man hat es auch so hinbekommen. Ich meine, ich habe es ja bei der ersten Wettkampfdiät gemerkt gehabt. Man kommt auch so zu seinem Ziel. Und da ist es egal, ob ihr das jetzt schafft mit Fleisch und Fisch oder ob ihr dann halt harzer Käse und Magerquark esst oder Eier. Also Hauptsache, ihr kommt an euer Ziel und ihr zieht es durch. Das ist sowieso das Wichtigste. Und das sind vielleicht ein, zwei Prozentpunkte, die den Unterschied machen. Das müsst ihr dann halt mit anderen Dingen rausholen, mit Posing, eurer Ausstrahlung und allem. Aber zieht einfach durch und ich weiß, dass ihr das hinbekommt. Und wenn ihr euer Ziel vor Augen habt, dann kriegt ihr das auch so hin. Und in diesem Sinne rede ich jetzt auch schon wieder viel zu lange. Ja, das waren einfach nur so ein paar kleine Einblicke, wie ich das gestalte. Prep als Vegetarier ist nicht so schwer. Also, man hat genug Alternativen, wirklich das auch so hinzubekommen. Und ich bin mir sicher, ihr schafft es auch. Und in diesem Sinne würde ich mich jetzt auch schon für das Video verabschieden. Kurzes Video, einfach mal zwischendurch, dass ihr ein bisschen Einblick habt, was ich so esse momentan. Ja, dann würde ich sagen, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!